Und willkommen zurück zum nächsten Part. Hier steht wieder Maike. Ich werde sie jetzt mal ansprechen, mal schauen, was sie zu sagen hat. Oh, hi, Yolocus. Dein Pokénuff besitzt die Trainerruffunktion? Wir tragen uns gegenseitig ein, so bleiben wir in Kontakt. Maike wurde im Pokénuff-Verzeichnis eingetragen. Ach übrigens, ich habe Mr. Prack im Blütenburgwald gesehen. Ich glaube, er ist auf dem Weg zu seiner Hütte am Meer. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Meiner sieht schon ganz anständig aus. Daher, wie wäre es mit einem kleinen Kampf? Cool, das kann man aushalten. Ja, natürlich. Du bist gerade erst Trainer geworden, Yolocus. Ich werde nicht verlieren. Oh, doch wirst du. Denn du hast auch keine stärkeren Pokémon als ich. So, eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Maike. Blutwurzel wird von Pokémon-Trainer Maike in den Kampf geschenkt. Los, Piep! Nein, du bist schlecht gegen einen Blutwurzel. Nein, Flucht geht jetzt nicht, ich muss Pokémon wählen. Schalocco, du schaffst das. Denn Absorber macht dir nicht viel, Erstauner auch nicht und Gift macht ihm viel. Genau das meinte ich. Giftstachel. Absorber ist scheiße und nervt und dauert so lange und bringt nichts. Also ich hatte mir irgendwie mehr Schaden erwartet dafür, dass es sehr effektiv ist. Sternschauer? Alter Schwede. Oh, mir gehen diese Pokémon auf den Sack. Ich hätte doch ablehnen sollen. Aber das ist irgendwie... Das gab es, glaube ich, noch nie, dass man auswählen konnte, ob man gegen den Rivalen kämpfen wollte. Ja, sorb du mir nur ab. Oh. So, und jetzt durch Gift verletzt. Wupp, weg ist er. Ha! Piep erhält 100. Flemmi, jawohl, genau. Ja, Pokémon wechseln. Denn jetzt schicken wir Piep. Denn das ist ein Wasser-Pokémon und Flemmi ist ein Feuer-Pokémon. Und ich denke mal, wir haben gute Chancen. Aquaknarre. Blub. Ich finde zwar die Darstellung von Aquaknarre irgendwie witzig, weil das einfach nur so eine Wasserblase ist. Aber naja. Das ist sehr effektiv. Flemmi, Gegner wurde besiegt. Piep erhält 208 EP-Punkte. Spieler besiegt, Trainer herbei. Ach du Schande! Du bist besser als ich gedacht habe. Yolocus gewinnt 900 Pokédollar. Ach übrigens, ich habe Mr. Das hat sie doch schon gesagt. Yolocus, du bist gerade hergezogen, daher kannst du das nicht wissen, aber Mr. Prack war Seefahrer. Das ist mir sowas von egal. Beziehungsweise, ich glaube, der ist nützlich. So, heilen wir die Pokémon. Gut. So, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mit Mr. Prack Schiff fahren. Der bringt mich nach Fausthaben. Vorher kämpfe ich aber jetzt noch. Wer sitzt jetzt vorne bei mir? Ja, nein, wir schicken Schalocco nach vorne. Der muss noch trainiert werden. Und sobald wir unten im Wald sind, warum soll ich ein Geheimnis daraus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie, du kennst mich nicht? Wasser-Pokémon-Experte? Der hat bestimmt 5 Karpador da oder so. Dann halt 3. Oh, ein Karpador Level 5. Oh mein Gott, das kann Platscher. Es wird mich töten. Oh, falls ihr es noch nicht wusstet, Karpador ist so ziemlich das schlechteste Pokémon, das es gibt. Es kann gar nichts, nur Platscher. Bei Level 15 lernt es Tackle. Und bei Level 20 entwickelt es sich zu Garados. Und Garados ist halt
wirklich sehr gut. Aber Carpador ist sowas von schlecht. Und dieser Blatscher nervt. Ich frage mich, warum es dieses Pokémon überhaupt gibt. Einfach zum Auslachen. Und, ich habe mal gelesen, dass... Nein, ich will das Pokémon nicht wechseln. Ich habe mal gelesen, dass Carpador immer mit offenem Mund dargestellt wird, wie auch hier, um nochmal auszudrücken, wie dumm es ist. Weil es sieht halt, es hat halt dadurch einen minder bemittelten Ausdruck. Deshalb wird es in Pokémon-Spielen immer mit offenem Mund dargestellt. Ja, ich habe ein bisschen Hintergrundwissen. Ich glaube, ich werde an diesem Carpador meine sämtlichen Giftstachel-Attacke-AP verbrauchen. Mann, Mann, Mann. Endlich ist es mal vergiftet. So habe ich wenigstens einen kleinen Vorteil. Ich freue mich schon, wenn mein Schalocco mal sich weiterentwickelt hat. Ich glaube, Papinella oder so. Es ist ja, es gibt ja in jeder Edition eigentlich die gleichen Pokémon, nur immer mit ein bisschen Abänderung. Zum Beispiel die drei Starter-Pokémon sind immer vom Typ Feuer, Wasser, Pflanze. Okay, das ist noch verständlich. Außerdem gibt es immer ein Pokémon, das man fast überall trifft und sehr oft. Ich weiß jetzt nicht, wie es in dieser Version heißt, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es ist halt, am Anfang war es das typische Radfratz. So. Dann gibt's ein Vogel-Pokémon, das man auch fast überall antrifft, das zwei Weiterentwicklungen hat. Hier in diesem Fall ist es keine Ahnung. Mir fällt gerade auf, dass ich hier gar keins von diesen Standard-Pokémon habe, außer halt dieses Schalocco. Das ist nämlich auch. Es gibt immer am Anfang einen Wald, in dem gibt es ein Pokémon. Ein Käfer, in diesem Fall ist es Waumpel. Am Anfang war es noch Raupi. Das entwickelt sich in einen Kokor, den man auch so noch oft antrifft. Und dieser Kokor ist dann aber so schlecht und kann immer nur härten und sonst gar nichts. Außer wenn man es weiterentwickelt. Und außerdem entwickelt es sich schon ziemlich schnell. Wie auch hier, das Schalocco hat sich ja. Das Waumpel hat sich ja sehr schnell entwickelt zu Schalocco. Und ja, so gibt's halt die Stereotypen. Außerdem gibt's immer einen Rivalen, der sich das vom Typ her stärkere Pokémon auswählt. Bla bla bla, immer so weiter. Ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht, aber ach Mist. Die haben wir schon bekämpft. Jetzt können wir endlich hier hin. Ja, Gekka-Bord setzt Zerschneider ein. X-Treffer, wieso habe ich dafür eine Attacke verbraucht? Ich bin halt... Gehen wir wieder zurück in den Wald. Warum kann man hier rüber wohl mit Zerschneider... Also jetzt tausche ich zuerst mal die Pokémon. Ja, Zerschneider einsetzen. So, ich habe das jetzt ein bisschen beschleunigt. Da steht ein Mädchen. Oh, cool, ein Bummels. Das wäre doch mal was. Das schnappe ich mir jetzt. Ich glaube, so eins hatte ich auch noch nie. Och nein, nein, nicht sowas. Nein, nicht Gainer. Ich weiß, was dann passiert. Ich kann jetzt noch eine Attacke einsetzen und schlafe ein. Und schlafe. Ich bin jetzt aber zu faul, das Pokémon zu wechseln. Das bringt nämlich jetzt nichts. Weil normalerweise wacht ein Pokémon nach 2 Runden wieder auf. Nein, dann nach 3. Ich glaube, dieses Bummels kann nur Gainer. Und faulenzt dann eine Runde.
Oh, es kann Kratzer. Okay, das schnappe ich mir. Aber ich glaube, das faulenzt. Oh, ich fange es jetzt einfach.